Willkommen zurück, liebe Zocker und YouTuber, zu Baldur's Gate 3. Wir sind ja hier immer noch in der Gysanki-Krippe und... Hoppala, das war der falsche Knopf. Step forward. Und suchen, mal ganz kurz was gucken hier, mich irritiert was. So, jetzt geht's. Und wir suchen die Krankenstation, weil wir da angeblich von unseren Parasiten befreit werden. Warte mal, wo sind wir hergekommen? Da sind wir hergekommen. Da waren wir, glaube ich, genau. Und jetzt wollten wir... Sieht das hier nach Krankenstation aus? Kann ich helfen? Was macht ihr hier? Tritt er den? Soll ich irgendwie helfen? Kick. Hallo? Kachoki! We are training to fight Gake! You think they will hesitate? They won't need to if we keep killing each other for them. It's stupid. Orphe... Silence! Silence, I kill you. The fiend your child is prattling is attracting an audience. You fight again. This time, daggers only. And to the death, as instructed. Who wants to challenge this sniveling Istark? Guck mir nie an, ich will nicht mitkämpfen. Ich will nicht gegen den Jungen kämpfen. Der hat gesagt, auf Leben und Tod. Das können wir gleich knicken, bitte. Beobachten, was passiert. Eigene Soldaten zu töten ist eine seltsame... Nee, ich mische mich da nicht ein. Die werden wissen, was sie tun. Wir könnten höchstens versuchen hier... Komm, ich versuche ihn mal zu überzeugen. Oha. Okay. Ich bin der Retter des... Yes, baby. Ohne Probleme. Kritischer Erfolg. Aha. I suppose your inane spewings have distracted enough from my lesson. Go wet the swords. I want them sharp enough to peel a Gake's eyeball just by looking at them. I hope you prove as weak as this should we meet on the battlefield, Istik. Ich würde sagen, ich hab die Tüte. You are well on your way to being Gake food. Ich hab die Tüte gemacht, ja, ja. Zumindest habe ich ihm das Leben gerettet, ne? Also, auf Leben und Tod wäre so eine Sache. Aber das ist auch nicht die Krankenstation hier. Das ist das Trainingslager oder keine Ahnung was. Wo zum Henker ist die Krankenstation? Warte mal, oder bin ich hierher gekommen? Ich weiß es halt noch nicht. Warte mal, hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Pass auf, da war nicht die Krankenstation. So, jetzt nochmal hier hin. Da bin ich hergekommen, dann wird es hier sein. So, da. Oder geradeaus. Was, nee, geradeaus war. Hier, dann muss es hier sein. Gibt es ein schönes Bild von... Keine Ahnung. This imposing portrait depicts a powerful Githyanki warrior. Undeniably regal in her mien. Vlakith herself. She is both the sun that blinds us. Super. And the void that contains ja, sie ist voll der Mops. Praise be. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Okay, da ist ein Symbol. Geschichte. Jetzt bin ich als Paladin da nicht sonderlich gut für geeignet. Geschicklichkeit. Blech. Neues Gesicht. Naja, du fängst jetzt nicht an, das ein neues Gesicht auf das Gemälde mal ein bisschen... Krise. Komm, ich probiere es mal mit Geschichte. Da bin ich allerdings nicht der Beste. Da wäre Gale oder so besser. Das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen. Was bin ich denn eigentlich für ein Glücksschwein? You recall stories of a prince riding a comet just like this one. With sudden clarity, you realize it's the symbol of Orpheus. A forgotten hero from the tales of your youth. The sign of Orpheus? Blasphemy! Would I could quarter the Vandal myself! Okay. Und was würde sie mit mir anstellen, wenn ich da jetzt ein Gesicht drauf male? Das Aussehen des Porträts studieren. This Githyanki looks different from the others you've seen here. The way her stark white skin stretches over her sharp features. Sieht irgendwie aus wie ein Schädel, finde ich. Otherworldly aspect. Also wie ein Totenschädel. Ich male da jetzt kein Gesicht drauf, hör auf damit.
So, wo ist die Krankenstation? Eichentür. Hallo? Krankenstation. Disco, Baby. So, wer ist hier der Arzt? Zippy? Not now, Kachucki. We're busy. Wer ist beschäftigt? Was ist in der Truhe? Sie macht grauenhafte Geräusche. Was für eine Truhe? Ihr solltet damit aufhören, es ist nicht nett. Wouldn't you like to know? Okay. Wem gefällt es denn nicht? No. Okay, da ist irgendwas drinne. Aufhören, es rauslassen. Soll ich das rauslassen? Ich bin mir nicht sicher. Na, we're having fun. Okay. Paladin einschüchtern. Kinder, hört sofort auf mit dieser Frechheit. Okay. Ich bin ja der Paladin. Und das ist ein Kind. Also das müsste ja wohl klappen. Ja, 10. Komm, das krieg ich hin. Ja, hier, Disco. Ja. Fine. If you're going to be a big baby about it. A big ugly baby. Open it up then. It's all yours. Was ist da drinne? Ich speichere mal vorher, ja? So. Und jetzt gucken wir da mal rein. Warte mal, was sind das hier? Das sind Quatsch erstmal mit denen. Wer ist denn das? I've not met an Istik before. Do you all look like that? Was soll das heißen? Istik, are you supposed to be here? Maybe I should report you to the Savage. Am Arsch. Ich meine, ja. So. Was ist das hier? Wer ist das? Seems like a good moment to talk. If I'm seen speaking with an Istik, Captain Therizin will never let me join the patrol. Okay. Gut, was ist, wenn ich das jetzt aufmache? Das sind die zwei Gören. Soll ich das jetzt aufmachen oder nicht? Okay, hier ist überhaupt niemand in der Karte. Mal, geht's hier noch weiter? Ach, guck mal, da ist jemand. Ey, mach mal die Truhe auf. Warte. Warte mal, hier, knack. Knack doch mal die Truhe. Should be easy. Ah, ist nicht so einfach. Nichtsdestotrotz haben wir die ohne Probleme geknackt. Da ist jetzt irgendwas ganz Wildes drin, passt auf. Aber ich bin irgendwie neugierig. Was ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt? Au! Sie hat ihn wieder weggesperrt. Interessant. Was war jetzt drin? Nix. Never wanted the easy path. Ich glaube, die hat mich gerade gerettet hier. Oder? That they let outsiders into the crash sets a bad precedent. Okay. Ja, er hat mich gerettet, aber hat gleich wieder. Mit wem muss ich hier sprechen, damit ich geheilt werde? Hier vielleicht. War das so? Das war, glaube ich, so eine Katze, ne? So eine Magiekatze. 3 neue Journaleinträge. Ja, okay, das sieht wichtig aus. Gashil Trapil. Sadistik. Irgendwas. Keine Ahnung. Ein Nautoluidentank, okay. Gut, dann gehen wir mal zu der jungen Dame hier. Ah, können wir uns hinlegen hier. Vertical incision from pineal eye to end of notochord. Da hat eben was aufgeleuchtet. Kurz bevor ich mit ihr gesprochen habe. Samples 231 to 259. Do you have a question? Or are you just going to stand there gawking? I am a child of Gith, not discarded rat flesh. Am I not due your respect?
Perhaps. Perhaps not. Let the Istik with you speak, and I will decide what respect you're owed. Okay, also normalerweise würde ich Lazelle ja sprechen lassen, aber jetzt hat sie mich ja nun explizit aufgefordert zu sprechen. Lebt der Wirt dieses Dings noch? Ich meine, das scheint so eine Larve zu sein, ne? So eine... Very specific question. One that speaks of a more personal motivation for asking. I can only deduce. You have a parasite of your own. Naja, ich bin ja eigentlich hier, um ihr die Wahrheit zu sagen, oder? Also ich bin ja eigentlich hier, um geheilt zu werden. You must be desperate to seek my aid. Tell me, how long have you been infected? Eigentlich die zwei, ne? Also länger, dass ich eigentlich leben sollte. Fascinating. So you're conscious of your infection, but showing no signs of cerebral impairment. Either your tadpole is special, or you are. We must find out which. Go to the Zathisk. I will ensure you're cured. Das war dieses Riesengerät da, ne? Was macht das Ding genau? The apparatus at the top of those stairs. Quickly now. Time is of the essence. Naja, jetzt habe ich hier Tage und Jahre mit dem Ding verbracht. Das stört jetzt die paar Sekunden auch nicht mehr. Aber gut. Was habe ich denn hier gerade entdeckt? Gedankenschinder Parasitenexemplar. Ja, das wäre, glaube ich, so ein Punkt hier oben für dieses... Aber das kann ich natürlich jetzt nicht einfach klauen. So. Und was genau soll ich jetzt hier machen? Ich frage nur. Go on. My time is vital. Do not squander it. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Ach, wird schon gut gehen. The device is strange. Made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. The Zathisk. Vlakith's purity distilled. My duty. My right. Ja, setz du dich da rein. Ist okay, dann muss ich das nicht machen. Ich guck mir das erstmal an. Hier Nachforschungen minus 1. Na, werde ich dann 15. Das wird nicht hinhauen. Ja. Yeah. Okay. The device is part organic, part synthetic. But you can't tell how it was made. Or how it works. Stand aside! My time has come. Sie ist richtig heiß drauf, sich in das Ding reinzusetzen. Nö. Ich lasse sie mal, oder? Schwierig. Komm, Lazelle erstmal. Praise Vlakith. Let it be done. Sit, child. Let the Zathisk end your suffering. Ja, wie beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. You must focus on the parasite at all times. The Zathisk will do the rest. An unseen blade cleaves your mind in two. Impossible pain sears your bones and body in concert with Lazelle's. Das sieht nicht so gut aus. Meditate on its verses.
You feel Lazel's mind rip and rupture. Is this purification? Is this the cure? Kommt da raus, überlebt diese Qual nicht. Was soll ich denn jetzt sagen? Was ist denn, ist das Ding gut, ist das Ding nicht gut? Was weiß ich denn? Hier, durchhalten. Oh Gott, hier geht einer ab. You share in Lazel's agony. Every cell within her skull bursts into a constellation of fragments, sorted and reassembled. Lazel will die if she remains. Okay, das klingt nicht gut. My queen, hear me! Es war ein Fehler, oder? Your vision narrows. You sense myriad specters of Githyanki past. This is their fate. This is their anguish. Antworten, was ist das für eine Vision? Weisheit. Das wäre ja meins, ne? Warte mal, nee, ich dachte, Weisheit wäre ich gut. Antworten im Täuschen. Hört mir zu, das Gerät verändert, ihr werdet zum Elitin. Ist das so? Was ist denn jetzt richtig? Ah, super, das kriegt ja nie hin. Okay, das hat man hier geklappt. The pain is too great. The visions flicker, refuse to come into focus. Los, komm da raus. 30, genau. Aber ne 20, warte mal. Ich hab's geschafft, oder? Ich glaube, 20 zählt, egal was hier steht, als Erfolg. Oh, I feel it. Skin stretching. Mind failing. Ah! Oh, oh. Wow. What madness is this? The Zathis clearly destroyed me. I am Githyanki. I will not be Geich. My life's work gone. And yet she lives. Ich glaube, das war richtig, oder? Es war richtig, dass wir sie da rausgeholt haben. Fanatical edge, an obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Okay, die will den Parasiten, die will gar nicht heilen. Ah! Der Parasit lebt, ja, er hat sie gerettet, hat versucht, Lazel umzubringen, vergebens. Ihr irrt euch, seht ihr nicht in ihren Augen, der Parasit ist tot. Plus 5. Komm, wir probieren das mal. Tipp! Ah, geschafft. Haha, eine Licht. Really? Then all this destruction was a symptom of its power? Incredible. I am disappointed that we could not extract it alive. It would have been an exceptional specimen. In any case, the problem is resolved. Leave me. I must salvage what I can. No! It can't be! It can't! This was my right! Nu, hör da auf zu heulen. Sei froh, dass wir das überhaupt überlebt, dass du das überlebt hast. Once again. Was will sie denn jetzt? I followed protocol. I kept to my faith. Yet the Zathisk might have killed me. Someone must have tampered with it. An aberrance I can't begin to comprehend. Ja, ja. Jemand muss sich daran zu schaffen gemacht haben. Echt? Sie vermutet jetzt, dass das Gerät sabotiert wurde, sonst hätte das geklappt. Wer hätte denn das machen sollen? There must be a Sharlak in this crash. A traitor. The sort that is hunted, slaughtered and erased from our histories. Few would dare dishonor their queen. Fewer still would be so brazen. Now hurry.
We must go to the Chirai and inform him of the Zathisk's tampering. Chirai? Wer ist Chirai? Okay. Also ich glaube, wir haben es Richtige gemacht. Ich glaube, schade, solange sie hier drin ist, kann ich natürlich nicht jetzt hier irgendwas klauen. Okay, gehen wir mal zu dem Chirai, wer auch immer das ist, und sagen ihm Bescheid. Wer auch immer der Chirai ist. So, wir speichern nochmal. Also ich glaube, bis jetzt haben wir alles richtig gemacht. Bin mir nicht sicher. Wo geht's hier hin? Was ist das? Was für ein Ding? Eine Trompete. Her damit. Was ist das? Wo ist denn der What the hell? I'd expect to see 15 eggs at the very least. Die Brutstätte. Nein, wir klauen jetzt keine Eier. Wo sind die überhaupt, die Eier? Ich sehe gar keine Eier. Wir klauen sie trotzdem nicht. Entschuldigung, ich röchle noch ein bisschen. Die sollen hier mit ihren Eiern von mir aus Ostern spielen, so viel sie wollen. Ich muss zum Chirai. Also hier könnte man ein Ei klauen, aber ich bin ja ein tapferer Paladin und tapfere Paladine klauen keine Eier. Döp, döp, döp. So, war hier der Chirai? Ne, der war wenn dann da drüben, ne? Wer ist denn nochmal der Chirai? Warte mal, ich guck nochmal. Was ist das hier? Reise durch den Gebirgswasser, das machen wir später. Entdecke Geheimnisse einfach. Sprich mit dem Hauptmann der Gisanki-Krippe. Brutstätte, wer ist das? Stiehl ein Gisanki ein. Nein, ich klau das nicht. Ich bin ein Paladin. Sonst verliere ich wieder meinen Eid. So, die einzige Möglichkeit. Auf hier hochzuwurschteln. So, ist das hier der Chirai? Nee. I should speak up. I presume you are not stupid enough to return empty-handed. So, ich give me the weapon. Habe keine Waffe. Now. Moment mal. Moment, was ist denn jetzt das? Warum spricht die jetzt auf die Waffe an? Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich habe keine Waffe. Shit, jetzt. Wieso quatscht die mich jetzt auf die Waffe an? Ich werd verrückt. Oh oh. Then Augustil will study your corpse. Hallo? Auf einmal werden die stinkerlich. So, wer ist dran? Das Wölfi. Au. Er hat gebissen. Au. So, warte mal. Wer ist dran? Der. Kann der sich bewegen? Kann er. So. Ich überlege, warum hat die uns jetzt angegriffen? Er ist ja Bogenschütze. Nee, das ist ja. Er ist ja gar kein Bogenschütze. Das ist jetzt sie. Okay, verstehe das Problem. 35, ne? Super, sie hat ja. Sind das beschworene Wölfe oder was sind das? Dak Urk. Dak Urk. Dak Urk. Ha, schwierig. Wie viele Lebenspunkte hat der? 37. Und der? Hoch 37. Und die? 80. Komm hier, ruf da. Taste my fury. Was heißt hier pariert? Komm, das kannst du gleich nochmal drauf juckeln. Haben wir hier noch was? Was ist denn das hier? Rasiermesser-Orkan. Schwinge deine Waffe Wirbelsturm aus Stahl, der allen Gegnern in Reichweite. Allen Gegnern in Reichweite. Wie Fehlschlag. Das war Volltreffer. Komm. Ich kann nochmal betäuben hier. Zack. Sehr gut. Jetzt können wir nichts mehr machen. Warum kann sie nicht nochmal hier Tatendrang machen? Keine Ahnung.
Er kann nicht weg, weil er natürlich von den doofen Wölfen umzingelt ist. Öl der Präzision. Und es bringt ja wahrscheinlich auch nichts, auf sie zu schießen, weil er dann nämlich... Hier, Öl der Präzision. Mach mal Öl der Präzision. Komm hier, schieß mal. Jawohl. Gleich nochmal. Er könnte nochmal beißen. Wollen wir den Wolf anknabbern? Komm, knabber mal den Wolf an. Yummy! Hat einen gebissen. So. Jetzt können wir erstmal nichts weitermachen. Außer ihr da, die den Zug überlassen. Auch. Jawohl, sehr gut. Was ist denn bitte? Was ist jetzt los? Warum rennen meine Leute alle weg? Sag mal, wie oft darf ich vielleicht auch nochmal? Hört auf damit! Boah, es ging aber ganz schön böse. Also das war... Bis dahin lief es ganz gut, aber jetzt läuft alles... Jetzt läuft alles blöd. Sag mal, wann bin ich dran? Gar nicht mehr. Bin auch gar nicht mehr dran. Ja, rennt ruhig, weil wir alle furchtsam sind. Und entwaffnet. Sag mal... Okay, das war schon mal so ein richtiger Griff ins Klo. Zum Glück hatte ich vor dem Angriff gespeichert. Guck mal, Mann, ich bin gar nicht mehr dran, weil ich permanent in Furcht bin. Zack, der nächste Tod. Okay, das war ein grober Griff ins Klo. So, jetzt bin ich wieder dran mit keiner Waffe. Das ist natürlich extrem. Also eigentlich können wir uns das gleich sparen. Vor allem bei der Anzahl von Feinden, die ich hier gerade sehe. Wo liegt meine Waffe? Da liegt meine Waffe? Nee. Wo ist meine Waffe? Meine Waffe ist weg. Ich weiß nicht, wo meine Waffe normaler... Die Zweihandachse ist es nicht, der Bogen ist es auch nicht. Alle haben sie ihre Waffen fallen lassen. Zweihandaxt, Verteidigerflegel, das ist meine Waffe hier. Komm, gib mal her hier. Jetzt könnte ich natürlich mal drauf. Da kann man nicht draufhauen. So, hau mal drauf. Separiert. Gleich nochmal, komm. Und jetzt kannst du mal nochmal hier Schild des Glaubens. Kannst du nochmal einen Trink nehmen, so. Und jetzt geht die Sache voll ins den Bach runter. Ah, das war gerade ein Griff ins richtige Klo. Jetzt kommt der Wolf, bringt mich um, genau. Und jetzt bringt der Wolf den Rest im Netz um. Ah, ne, ich lebe ja noch. Jetzt bin ich tot. Spielladen. So, also das hat schon mal nie geklappt. Mir ist aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen unklar, warum sie mich hat auf einmal sofort auf die Waffe warum sie mich sofort auf die Waffe angesprochen hat. Ich guck nochmal ganz kurz hier rein. Finde Gisanki-Krippe abgeschlossen. Okay, ich finde ein Heilmittel auch abgeschlossen. Ja, okay. Dann sprich mit dem Hauptmann der Gisanki-Krippe. Dass wir uns... Die Anführerin sucht nach dem Artefakt, das wir bei uns haben. Wir sollten mit ihr sprechen, mal sehen, was wir erfahren. Ja, ja, pass auf, wir machen das nochmal. Wir machen das nochmal. Also wir waren, glaube ich, schon an der richtigen Position. Wo sind wir denn? Habe ich verlaufen? Have to keep going. So, da war diese komische
Eierlegerei. Und da ging es raus. Das war hier schon richtig. So war es nicht. War hier schon richtig. Wir machen jetzt mal zwei Dinge. Erstens, wenn wir hier drin sind, machen wir mal diese Tür zu. Erste Geschichte. So. Zweite Geschichte. Was ist denn das hier eigentlich? Wenn ich da rangehe... Versuch's nochmal. Komm. Very well. I presume you are not stupid enough to return empty-handed. So, give me the weapon. Ja. Meine Fresse. Then Augustil will study your. Ja, ja. Tja, das hat schon wieder nicht geklappt. Die kommt hier ran. So, jetzt haben wir allerdings, komischerweise sind wir jetzt eher dran. Keine Ahnung warum. Wir versuchen sie gleich mal komplett wegzuknipsen hier. Komm. Hat richtig gut geklappt. Hab sie! So. Swift and lethal. Du gehst mal hier ran und also, haben wir noch was zur Verfügung? Nee. I will not know failure. Na, wenigstens das hat gereicht. So, gleich nochmal. Knaufschlag, nee. Sturmangriff, auch nicht. Dann Füll der Präzision. Daneben, schade, Schokolade. Und das war's dann leider. Mal gucken. Jetzt wird sie aber wieder mit ihrem Fluch ankommen. Warum ist denn er noch dran? Ist er gar nicht. Rettungswurf. Okay. Waffe am Boden. Zumindest ich hab's überlebt. Also das Problem ist, diese Furcht, die macht einen echt... Die macht einem echt zu schaffen. Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt kann sie wieder. Nee, er kann wieder. So. Was haben wir denn hier noch? Göttliche Gunst. Göttliches Niederstrecken, gleißend. Zeng, so. Gleich nochmal. Können wir da noch was machen? Nee. Vorsicht, nein. 6 bis 13, erschütternder Hieb. Zeng, auf die Haselnuss. So. Was wir jetzt noch machen können, ist Schild des Glaubens, Rüstungsklasse um 2 erhöht. Heiligtum. Könnten wir jemand... Was haben wir da? Schau, ich und Lazelle, wir machen das jetzt alleine. Ja, das ist natürlich blöd. Trink mal hier einen Schluck. Und jetzt sprintest du mal. Musst zu deiner Waffe zurück. No surrender. Nimm die. Rüste sie gefälligst aus. Ja, geht gerade noch nicht. Geht das hier? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Okay, ist halt so. Jetzt. Volltreffer, schade. Schießen die zusammen ohne Ende. Daneben. Springen. Wieso denn springen? Wie viel sind das? Aua. So, wir müssen die Uschi niederhauen. Wo hat er seinen Bogen? Ach, den hat er liegen gelassen. Toll. Nimmst du mal deinen Bogen, bitte. Au.
Okay. Ich habe den Verdacht, das könnte jetzt schwierig werden. Haben wir noch einen Trank? Victory awaits. Ja, Victor awaits. So, jetzt haust du erstmal. Die hat auch ihre blöde Waffe jetzt. Krise. Warum hat die ihre Waffe hingeschmissen? Da. Jetzt haust du ihr bitte mal. Nicht auf die Haselnuss. Ja, mal wenigstens so hier. Naja, immerhin. So. There's blood in the air. Wer ist dran? Ach schon. Waffe am Boden. Okay, wie wir das nicht machen, sehen wir beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Ich krieg die Krise mit der Frau.